Ja, Mario schläft. Es ist jetzt eine Woche her, seitdem das letzte Abenteuer war. Wird Zeit, dass du aufwachst. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück mit einer weiteren Episode von Let's Play Super Mario Galaxy 1 mit dem Livestream-Projekt. Und ja, wie ich in der Anmutung war, die Leben werden zurückgesetzt. Das heißt, wenn ich dann schwierige Missionen von mir habe, darf ich entweder mir Leben farmen, damit ich recht Game Over gehe, oder wir machen die später irgendwie so gegen Ende des Streams. Wofür mir jetzt 10 Minuten verloren gegangen sind, weil Discord gerade unbedingt noch ein Drecks-Update haben wollte und jetzt meine Kontrolle nicht funktioniert. Das ist jetzt heute wieder für ein Beklans. Heute funktioniert absolut gar nichts gefühlt. Also das Gefühl, das Spiel trollt mich, die gesamte Welt trollt mich. Fällt nur noch, dass ich heute Abend gegen 0 Uhr auch noch getrollt werde. Da bin ich dann richtig genervt. Mach mir auf jeden Fall jetzt da weiter, wo wir das letzte Mal verblieben sind. Wir haben ja schon mal einen kurzen Review gemacht über diese neue Galaxie, die wir betreten werden, die Kampffelsen-Galaxie. Und mit diesen werden wir jetzt auch heute beginnen und wir schauen mal, wie weit wir jetzt heute kommen im Laufe des Tages. Wir hatten jetzt zuerst noch anfangs noch einfache Missionen, das könnte sich dann immer wieder weiterziehen. Riesenfestung aufgetaucht. Und ich glaube, in dieser Galaxie gibt es auf jeden Fall einen Bonusstand, das weiß ich noch. Aber der ist nicht einfach. Also wenn es wirklich der ist, den ich denke... Weil ich glaube, es ist nämlich der. Also es wird nicht einfach sein, sagen wir es mal so. Es wird dann auch dann demnächst auch, wieso es nicht einfach ist. Vorausgesetzt, ich schaffe es irgendwie diesen Goomba zu töten. Und es wird auf jeden Fall nicht von schlecht, wenn ich noch ein paar One-Ups kriege. Ich glaube, die gelben Dinge, die glaubt ich können keinen Schaden verursachen, die können einfach nur wegbouncen. Aber es gibt auch noch andere Versionen von diesen gelben. Die haben dann eine andere Farbe und die haben dann auch Stachel, weil die sind dann gefährlich. Aber die Mucke, die macht einen wieder fröhlich. Also auch das ist einfach wieder so action geladene Soundtrack. Ja, die können mich schon, die können mich als Trampolin missbrauchen. Ja, und jetzt wird es auf jeden Fall schon mal ein bisschen herausfordern. Denn es hat da die vielen Kanonen und wir dürfen jetzt dann hier eben durchgehen, aber ich. Ich glaube, man kann die Kanonenkugel abschießen. Ja, man kann sie abschießen und dadurch auch Münzen gewinnen. Wenn man genug Sternteile hat. Und dann ab und zu muss man dann eben auch die Seite wechseln, weil auch die Barrieren noch im Weg sind. Vor allem elektrische Barrieren. Und wir wollen uns nicht gerade davon getroffen werden, wenn es geht. Wenn man das hier einsammelt, dann kommen aus diesen zwei Kanonen einfach Sternteile geschossen. So, und hier muss man jetzt schon an der Seite
durch, weil unten ist eine Barriere und oben ist ein elektrischer Zaun. Also an den Seiten ist man einfach besten geschützt, aber es halt nur darauf schaut, dass nicht gerade das elektrische Ding ins Kirchen einem Grab und das sind wieder die schwachen Gruppen. Also einmal noch Umdrehung und schon sie besiegt. Und um an den Stern ranzukommen, das wisst ihr noch, wie man das noch in etwa angehen müssen, denn wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Kugelwilli. Denn die müssen für uns eben die Barrieren wieder zerstören. Sonst kommen wir mal an den Stern nicht dran und B. Können wir die Mission nicht beenden. Ich hätte auf jeden Fall auch bemüht, die Sternteile so sehr es geht einzusammeln. Und die haben sich jetzt gerade gegenseitig vernichtet. Toll. Weil für je 50 Sternteile kriege ich auch wieder ein One-Up und ich kann die gebrauchen, weil es werden sicher auch noch schwierige Kometenmissionen kommen. Und von diesen blauen Kometen, von diesem Schattenkometen habe ich jetzt auch nachgefragt, dass, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wirklich 4 Stück. Und wir haben bis jetzt eine gemacht und das ist noch die einfachste. Und wie ich noch letztens schon mal gesagt habe, den Herbstwald-Galaxie hat ein bisschen zu Verzweiflung getrieben, weil der angeblich schwer sein soll. Das können wir dann früher oder später auch selbst, dass das, wenn wir dann dort sind. Weil für jemanden, der es blind spielt, das ist auf jeden Fall verstehenswert, wenn man die Ressource schwer empfindet. Aber es gibt schwerere. Also ich bin zuversichtlich, dass ich in diesem Spiel die 100% auf jeden Fall schaffen werde. Es würde im Nachfolgeteil ein bisschen schwieriger sein. Aber das werdet ihr irgendwann dann auch mal selber sehen, weil das werden wir dann auch mal gemeinsam durchbringen. Den Nachfolgetitel. Ich hoffe nur, es wird dann demnächst auch wieder mal wieder so ein Mario-Abenteuer mal für die Switch gebracht. Und nicht so etwas wie Super Mario Odyssey, like, dass jetzt eine Verbotszone bei bestimmten Personen haben, die zu viel gespoilert wurden, weil Nintendo einfach es nicht anders konnte. Mit einem verraten musste, wie viele Powermonde es gibt. So, aber da wird jetzt so zu dem zweiten Stern. Denn die geheimen Sterne, die könnt ihr eigentlich nicht verpassen. Also solltet ihr das Level gespielt haben, dem es den gab, und seid dann wieder bei der Menüauswahl, dann wird das noch gekennzeichnet. Dort war einer. Schleicht dich in die Riesenfestung. Ich glaube, das könnte sogar jetzt diese Mission sein, indem es diesen geheimen Stern gibt, von dem ich auch noch Angst habe. Denn jetzt haben wir auch noch die hier zur Verfügung, nämlich sogenannte Bob-Bombs. Mit denen müssen wir jetzt eben die Gitter sprengen, um an die gefangenen Sternteile ranzukommen. Kugelwills hat man hier jetzt leider gerade nicht zur Verfügung. Aber Bob-Bombs tun es auch. Man kann die sogar besser noch transportieren. Okay, das wollte ich jetzt gerade nicht. Okay, das wird von der Seite auf jeden Fall nichts. Da müssen wir unbedingt von hier. Sonst schafft man es von Distanz nicht. Also, sobald wir sie einmal aufgenommen haben, dann beginnen sie schon zu ticken. Und wenn sie explodieren, wenn wir sie noch in der Hand hatten, dann könnt ihr mir vertrauen, das tut saumäßig weh. Ja, und
Ich glaube, es ist. Ich stelle mir da wieder ein Gourmet-Luma. Kommt es darauf an, wie viele brauchst du? Okay, 30, die haben wir sogar. Ja, es ist der Stern. Der wird einige Versuche brauchen. Vor allem für Neuanfänger. Wir dürfen jetzt hier ein Minispiel spielen und ihr könnt mir vertrauen, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich hatte meine Probleme. Mal schauen, wie viele Versuche wir heute brauchen werden. Ich werde auf jeden Fall safe sicher gehen können, dass ich das nicht im First Try schaffe. Und wenn doch, dann bin ich der Gott höchstpersönlich in diesem Spiel. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat dir nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar, müssen wir wohl. Okay, danke, danke. Ein Unterzieher wird jetzt einen gesamten Müll mit Pop-Bombs zu. Das mal richtig treffen, das ist... Ach, die hohe Kunst. Hey, das klappt nicht, da habe ich die andere Bombe schon ein bisschen zu... Wenn ich weggeworfen werde, du brauchst... Ich muss praktischerweise mit 5 Bomben schon den gesamten Müll eliminieren. Wer das schafft zu First Train, der ist entweder krank oder ein Japaner. Gut, das kann ich jetzt schon wieder vergessen. Wenn dort einer liegt. Ja, das kann man safe vergessen. Die Bomben, die brauchen noch einige Zeit, bis die explodieren und man hat praktischerweise nur 5 Bomben zur Verfügung. Und man muss mit jeder Bombe 3 von diesen Flecken oder diesen Müllhaufen explodieren lassen und versucht das erstmal. Aber jetzt kriegt man keine Leben abgezogen. Kann man denn nicht irgendwie hinlegen? Oder warte mal, wenn man die beiden an einem gleichen Ort platziert, kann man damit die Sprengkraft vergrößern? Tatsächlich. Ich glaube, ich habe eine Idee. Kettenreaktion. Das könnte funktionieren, weil die explodieren auch gegenseitig. Damit kann ich die andere Bombe früher zum Explodieren bringen. Weil dann ist der Explosionsradius sogar noch größer, habe ich das Gefühl. Ach, Mist. Wäre jetzt ein bisschen besser platziert, dann hätte es geklappt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht falsch, der Plan. Dass man die Kettenreaktion ausnutzt, um die Explosionskraft zu verstärken. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich so gewollt, dass man das so macht. Oder man platziert sie so perfekt.
Ach Mist, das ist genau der eine, der dort nicht explodieren wollte. Genau derselbe Scheiß. Okay, das habe ich wahrscheinlich schon wieder versaut. Die schafft es irgendwie rechtzeitig zu exportieren. Komm, komm! Yes! Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ach, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Also mein Tipp. Vielen Dank, du hast mir echt geholfen. Also mein Tipp auf jeden Fall. Versucht die Kettenreaktion auszunutzen, dann könnt ihr die andere Bombe gleich auch noch zur Explosion bringen. Dann hättet ihr sogar mehr Bomben zur Verfügung. Ansonsten müsst ihr halt 5 Bomben so perfekt haben, dass sie immer die 3 Müllhaufen gleich mit explodieren. Und ansonsten versuchen, versuchen und nochmal versuchen. Weil irgendwann schafft das auch jeder Neuanfänger, auch diesen Stern zu kriegen. Egal wie lange es dauert, irgendwann kriegt ihn jeder hin. Also hätten wir zum Beispiel die zweite Mission erledigt, den jetzt noch nicht eingesammelt, dann wäre das jetzt markiert worden. Bei der zweiten Mission, dass dort eben ein Secret-Stern war. Und noch eine kleine Sache zu meiner Wenigkeit. Denn es sieht jetzt so aus, dass ich vor Ende 2018 doch nicht mehr zu der OP komme. Ich habe es jetzt mal hingekriegt, dass ich am 18.12. schon mal einen Termin habe, wegen der Besprechung, wie es dann verlaufen werden sollte über die OP, in welche Richtung und so weiter. Also ich könnte davon ausgehen, dass es vielleicht im Januar oder im Februar 2019 geschehen könnte. Alles spätestens Februar, aber wie immer, alle Ansagen ohne Garantie. Ich habe auch gesagt, es wird im November stattfinden und dann wird es doch nichts. Also es wird... Also ich gehe jetzt mal auch stark davon aus, aber es kann auch sein, dass es sich nochmal weiter verschiebt. Aber sagen wir es einfach mal so, also bis Ende 2018 bin ich auf jeden Fall für euch noch da. Bis dahin können wir noch ab und zu gelegentlich immer noch am Dienstag streamen. Auch wenn dann Fallout 76 draußen ist, die Streams haben Vorrang. Zwecks Aufnahmen. Die haben ja auch noch zum Teil Vorrang, aber da habe ich mittlerweile von den Projekten Resident Evil 4 und. Jetzt muss ich gerade überlegen. Pokémon Crystal, da habe ich jetzt so viele Parts aufgenommen, die reichen jetzt bis Ende dieses Jahres. Also da habe ich jetzt bis. Anfangs Januar 2019 habe ich auf jeden Fall genügend Parts. Dann hätten wir auch noch The Wind Waker HD und noch Breath of the Wild. Da habe ich noch einige Parts, die reicht sogar noch weiter als bis Januar 2019. So wie es ja aussieht, braucht mir jetzt einen Kugelwilli. Um einmal den Luma zu befreien und... Oder ne, ein Bob-Bomb tut's auch. Ja, damit kann man auch die Kettenhunde zerstören und mit dem Regenbogen Mario ebenso.
stammelt auf einfach die Sternteile schon ein. Also die spawnen, ja. Also wenn ihr keine 30 habt für den Nummer, dann könnt ihr sie hier easy einsammeln. Danke! Hier, das ist für dich! Verwandlung! Oh Gott, das wird katastrophal. Wir dürfen wieder mit den Greifsternen spielen. Einmal um das hier zu kriegen. Wer noch verrückt ist, kann versuchen, dieses One-Up zu kriegen. Aber was halt damit riskiert, dass er halt in eine dieser Bomben fliegt. Aber wenn man das gut getimt den kriegt, dann schafft man das auch ohne Schaden zu nehmen. Was halt die Physik auch mit einberechnen. Da noch etwas? Nein. Knapp zu diesem Abstand und weiter im Text. Mich juckt gerade im Bein, das ist nicht schön. So. Können wir jetzt weitermachen. Je mehr One-Ups, desto besser, falls dann doch mal ein Risikokomet auftaucht irgendwo. Bist du da nicht hoch, oder wie? Immer noch mal extra Sternteile. Aber es halt schon mit einem Backjump auch. Oh, der Luma da. Krieg ich da raus. Erstmal müssen wir mal die Kanone freisetzen, damit wir den überhaupt abschießen können. Und das jetzt auf der anderen Seite auch noch machen. Die Kanone freilegen. Dann weiter den gefangenen Luma abschießen, bis er befreit ist. Immer wie kleiner die Zone, aber Physik hilft einem auch gut im Spielen. Man glaubt das kaum, aber es ist wirklich so. Sollen die jetzt von einem? Ah, hier ist noch ein One-Up. Gar nichts dafür, wenn die One-Ups immer wieder zurückgesetzt werden vom Spiel. Hab die Regeln nicht erfunden. So, dann ist die Kanone jetzt auch frei. Und damit sollten wir sonst zum Stern schießen können. Jetzt halt nur abwarten, bis wir ein freies Ziel haben. Und zwar jetzt. Aber zielt auch dann genau.
Aber man kann sich auch gut daneben schießen und dann bereut man es. Und der Kampffelsengalaxie. Wobei ich müsste jetzt überlegen, gerade bei der ersten Galaxie, da habe ich glaube ich alle Kometen schon. Bei der ersten Welt habe ich es, bei der zweiten habe ich es auch. Und die habe ich es auch schon geschafft. Also ihr taucht wahrscheinlich erst nach dem dritten auf. Bedrohung. Kommt auch darauf an, welche Bedrohung wir dann stellen müssen innerhalb eines postnuklearischen Zeitalters im Jahre 2000 irgendwas. 2100 und ich weiß nicht mehr, in welchem Zeitraum das genau spielt, die Fallout 76. Ja, jetzt kann ich auch die Katze aus dem Sack lassen, denn ich habe mich jetzt auch für die Beta beworben. Beziehungsweise ich habe jetzt das Spiel auch vorbestellt. Und wenn ihr diese Montis besiegen wollt, dann müsst ihr Sternteile einsammeln und ihnen einen Sternteil an den Kopf werfen, damit er paralysiert ist. Dann könnt ihr meinen auf die überhauen. Sonst zieht sie sich eben gerne feige in ihre Löcher zurück. Und zu der Fallout 76 Beta, die können halt alle spielen, die halt Fallout 76 vorbestellen. Und ein kleiner Tipp auch von mir aus meiner Seite aus, wenn ihr einen guten PC habt, dann holt es euch lieber auf PC. Es gibt es zwar auch noch auf Xbox 360, und auf PS4, aber da zahlt ihr für die Online-Dienste, da zahlt ihr auch noch extra obendrauf. Ja gut, das tut ihr zwar beim PC auch, aber beim PC schaut ihr zum Beispiel auch auf YouTube oder spielt auch eure eigenen Spiele oder recherchiert das, aber zahlt ihr schon automatisch eigentlich und benutzt ihr schon eher. Weil zum Beispiel bei mir ist es halt so, bei der PS4 benutze ich halt das Online-Ding und halt nur in seltenen Fällen. Zum Beispiel, wenn ich mit ein paar Freunden zocken will, wenn zum Beispiel als Wort hat online oder dann halt ab dem 29. Januar. Vorausgesetzt, ich kann dann und bin dann nicht eingeschränkt. Wenn dann Kingdom Hearts 3 rauskommt, ansonsten wird sich halt das um ein paar Monate verschieben. Aber da ist auch Keanu auch ein echt guter Freund, der würde sogar auf mich warten. Bin ich sogar sehr dankbar, dass er eine solche Geduld aufweist. Also sollte ich bis dahin weg die OP gemacht haben und dann halt nur mehr einen Arm spielen könnte. Technisch gesehen könnte ich zwar schon spielen, aber ich müsste dann immer mit einer komischen Haltung annehmen und beim Aufnehmen, dann müsste ich dann immer die Lenkhand benutzen, um die Aufnahmetaste zu drücken und dann die Bearbeitung. Und ihr könnt es auch mit rechts machen, aber ich müsste dann immer eine komische Position einnehmen. Ach ja, die Roten hier, die haben jetzt noch keine Stacheln. Aber die brauchen wir, um eben den Elektrozaun zu zerstören. Vielen Dank, zur Belohnung sage ich dir eine Abkürzung. Verwandlung! Da gab es nie Rote mit Stacheln. Dann habe ich das wahrscheinlich wohl mit etwas verwechselt. Mag sein. Was ich nicht verwechsle, ist ich. Da ist eine versteckte Röhre. Hier ist noch eine Münze.
da noch ein paar Sternteile. Wenn man nicht ausbauen, was dann passiert, wenn man keine Sternteile zur Verfügung hat. Ja, wir haben jetzt wieder mit den Gravitationssonnen und über diesen Pfeil können wir die auch steuern. Okay, nach Belieben. Da in die Lava sollte man auch nicht unbedingt rein. Das ist tödlich. Ja, und das mit der Sensorleiter, das habe ich immer noch nicht zurechtgekriegt, dass ich da die obere Ecke anzeigen kann. Ich habe alles Mögliche versucht, es geht nicht. Ich habe alle Positionen probiert. Wenn ihr eine Lösung habt, vielleicht, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare runterschreiben. Aber ich habe es jetzt aufgegeben. Ich muss jetzt halt mit dieser kleinen Behinderung klarkommen. Wenn es jetzt so groß wäre, dass es gar nichts anzeigen könnte, dann wäre es schlimmer. Und da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht das versehen, wie die in die obere Gravitationszone gedrückt werdet. Sonst dürft ihr den ganzen Weg nochmal laufen. Und von den Roten solltet ihr auf jeden Fall nicht stehen, weil die können euch zerquetschen. Das wäre wirklich nicht empfehlenswert, wenn ihr euch zerquetschen lässt. Jetzt dürfen die in die Barrieren reinschieben, diese zu zerstören. Beziehungsweise reinschleudern. Weil wir jetzt gerade deren ihre Westung wohl zerstört haben. Die Mucke heißt nichts Gutes. Also draufbringen sollte man generell nicht, wenn sie oben Stacheln haben. Generell bei allem, was Dornen hat. Und hier haben wir noch einen freundlichen Luma, bei dem können wir noch etwas kaufen für ein paar Sternteile. Ich glaube für jeweils 30, oder? Lalalalalala, willkommen im Luma-Laden. Im Moment verkaufen wir etwas überaus Nützliches für 30 Sternteile. Also wir können hier 30 Sternteile opfern, entweder für einen One-Up-Pilz oder eben wieder für einen extra Power-Up, um wieder 3 zusätzliche Leben zu kriegen. Aber habt ihr den Power-Up-Pilz schon, dann könnt ihr damit höchstens nur euer Leben wieder auffüllen lassen, also eure Energie. Weil ihr könnt jetzt nicht von 6 auf 9 erhöhen, das geht nicht. Und ich bin jetzt heute mal spendabel. Wir nehmen mal einen One-Up-Pilz. Bei den Power-Builds habe ich ja noch. Hallo, Freunde. Hallo. Dann noch ein herzliches Willkommen an André Krämer 1. Danke fürs Followen und willkommen im perfekten Chaos.
Wobei es mir eigentlich schon ein bisschen strange vorkommt, dass der gar nicht im Chat ist, aber trotzdem followt. Oder gibt es jetzt seit neuem auch Follower-Bots, die einfach mal so random followen? Das müsste ich mal recherchieren. Sollte das nicht so sein, dann auf jeden Fall herzlich willkommen im perfekten Chaos. Oder in der Chaos-Truppe. So, bei dem müssen wir es auf jeden Fall jetzt schaffen, eben den roten Punkt zu anvisieren und ihn dann gegen einen Elektrozaun zu schleudern. Deine Gefolgsleute könnt ihr auch versuchen, gegen einen Sound zu schleudern, wenn ihr wollt. Und da haben wir auch schon den Stern. So, ist jetzt ein Komet aufgetaucht oder dürfen wir zum Finale der zweiten Galaxie? Okay, der Komet ist noch nicht da. Aber es gibt auf jeden Fall einen. Das heißt, da werden wir zum Finale der zweiten Galaxie reisen. Da könnt ihr schon hin, wenn ihr schon 15 Sterne habt. Und ich muss diesen einen Moment. Ich muss mal kurz muten. Wenn ich gleich diesen kann. Oder auch nicht. Wenn ich dann ausgesehen habe, nächsten Sort und ich kann mich nicht muten, dann tut es mir jetzt schon leid. Bowsers Sternfabrik. Ja, nachdem wir im letzten Mal Bowser Junior 1 ausgewischt haben, der mit seinen riesigen dreibeinigen Roboter zerstört haben, wird es wahrscheinlich sein Vater jetzt auch selbst wissen. Kampf in Bowsers Festung. Um wir kriegen die N64 Road to Bowser Mucke zu kriegen als Remix. Denn die Entwickler von Nintendo, die hatten auf jeden Fall immer noch Sinn für gute Musik. Finde ich sogar sehr passend. Das war bei jedem Bowser-Level in Super Mario 64 so. Und guten Nachmittag, guten Tag an Kamo, wie geht's dir? Und willkommen im Livestream. Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespeckt. Pass auf dich auf. Und ehrlich, gegen die Mucke habe ich nichts auszusetzen. Ich liebe sie sogar. In jedem Spiel, in dem sie vorkommt, liebe ich sie mehr und mehr. Und nochmal ein One-Up. Also sollte es mal ein neues Mario Galaxy Spiel mal irgendwann geben, dann will ich diesen Soundtrack auch wieder haben. Weil das ist ein absolutes Muss. Hört schnell von diesem Steinblock weg, bevor er einen zerstampft. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Oh nein, das war nicht der Chaos Sonic, der das getan hat. Das war Bowser, er hat sich von ihm inspirieren lassen. Und achte auf die Pfeile auf deinem Weg. Okay, der erste, der sich mal von meinem Art inspirieren lassen, der nicht in der Community ist. So, da können wir jetzt hochspringen, um an diese Plattform zu kommen, damit können wir mit dem schwarzen Loch entgehen. Und am besten schnell weg, bevor die Frump oder Wump, ich weiß nicht, wie der genau heißt,
Up from. Das ist jetzt eine Ansage ohne Garantie. Das war vielleicht eine schlechte Idee! Aber gerade noch so gerettet. Der Luma ganz am Anfang hat er nicht Unrecht. Er ist wirklich mit Fallen gespickt. Er hat auf jeden Fall Bowser sehr viel Geld investiert in diese Fallen. Ja, und er ist sauer. Oh, holt euch diesen Megapilz oder was auch immer es ist und dann geht weg, bevor die Plattform alle in den Abgrund stürzen. Du bist bald gekommen. Ich werde dich retten und dann in die 14. Welt da verteilen. Oder im 14. Welt da verteilen. Stell nicht meine Aussprache in Frage, du Wicht! So, klassisch weiß bis mir dazu bringt, dass er sich eben selbst verletzt. Ich nehme ihm einfach einen dieser blauen Plattenstapfen lassen, wenn ich es irgendwie mal hinkriege. Ja, dann verbrennt er sich, was sind denn den Schweif? Und er hat jetzt erwartet, dass ich ein anderes Wort sage. Und dann kann man ihn per Drehangriff richtig verprügeln. Und das mag er gar nicht, wenn er gepumpt wird. Könnte eine Flammenkugel auch nichts dagegen. Komm her! Gut, dann komme ich auch zu dir. Okay, das Stapfen wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, jetzt hat er sich nochmal den Schweif verbrannt. An ihm schlagen und ihm dann von der anderen Seite nochmal eine mitgeben. Das muss man dann insgesamt dreimal machen. Nach jedem Mal kriegt er einen weiteren Stampfer mehr dazu. Komm, mein Freund! Und nochmal verbrannt! So, eins... zwei und jetzt... noch ein mit! Ist das mies gelaufen, aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du, du kannst mich erwarten? Als ob ich das kann. Ich kann dich sowieso aufhalten. Müsst schon sehen, Bowser. Ein Plan wird sich immer zum Scheitern verurteilen, egal wie oft du es versuchst. Aber indessen nehmen wir jetzt den nächsten großen Stern für das Sternschiff von Rosalina. Ja, mir geht's auch gut. Nur, dass ich ein bisschen noch erkältet bin wegen dem Wetter. Also wir kriegen jetzt das Sternschiff auch an dieser Seite noch ein bisschen mehr Energie. Damit haben wir schon mal die Hälfte der Energie wiederhergestellt. Und eine Galaxie komplettiert.
werden eine weitere Galaxie entdeckt. Diesmal in der Küche. Und der Komet ist auch aufgetaucht. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalten, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, dann kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Ja, und jetzt ist auch der hier aufgetaucht, der Brieftod. Mario, ich bin's, der Briefträger. Ja, ein Brief ist für dich gekommen. Lieber Mario, ich bin im Moment an einem Ort ganz weit weg. Aber das ist schon in Ordnung, du wirst mich bestimmt retten kommen. Ich glaube fest daran. PS, ich hab dir mit diesem Brief was mitgeschickt, ob es dir hilft? Von Peach. Ein Brief sind One-Up-Pizza im Bike für 5 Stück, nimmst du die Lieferung an? Und das kriegt man immer wieder. Also jetzt mal, wenn man immer wieder neu startet, kriegt man jetzt immer am Anfang nochmal weitere 5 One-Ups. Und das Fiese daran ist, in einem anderen Modus, in einem Paralleluniversum spielt, kriegt man nicht 5, sondern 20. Das hat Leon letztes Mal erwähnt gehabt. Also wir werden hier brutal hintergangen. Um 15 One-Ups, aber egal. Wir nehmen auch 5 an, weil wir wollen jetzt nicht so unfair sein, weil sonst hat Mario keine Geliebten mehr. Denn ich nehme ja Rosalina, wenn wir fertig sind. Oh, hab ich doch schon wieder laut gesagt? Ich meine, ich will sie nur zum Essen ausführen. Das heißt nicht, dass ich sie heiraten werde. Ja, billige Ausreden. Also dann bis zum nächsten Mal. So, dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Komet. Und ich glaube, der weiß, ist der Risikokomet. Also, wir haben jetzt schon den ersten. Und dann kommen auf jeden Fall die geschenkten One-Ups zugute. Ja, Risikokomet. Das bedeutet, wir haben dann nur ein einziges Leben. Das heißt, ein Treffer und wir sind tot. Und welche Aufgabe steht uns dazu? Welche Aufgabe dürfen wir mit einem Leben erledigen? Risikokomet, die Bedrohung. Wir dürfen den Bosskampf hier nochmal wiederholen. Zum Glück nicht die gesamte Galaxie, weil das wäre dann doch Hardcore. Das heißt, jeder Treffer könnte uns Ende bedeuten. Aber das ist noch einer der einfachen, es gibt schwierigere. Das ist jetzt nur sozusagen eine Aufwärmrunde. So, jetzt sollte ich auf jeden Fall zuerst die Minions weghauen. Dich zuerst mal paralysieren, damit wir schon mal keinen Schaden machst. So, du gehst mal weg. Und du auch. So, und geboomt. Das ist noch die einfache Version. Es gibt schwierige Missionen. Könntest du mir vorstellen, dass wir mal eine Beziehung haben?
Es hat leider mein Bitch nicht geklappt. Mario hat sie mir weggenommen in Color Splash. Rosalinas Bibliothek wurde geöffnet. Du kannst jetzt das Bilderbuch lesen. Und weißt du was, Spiel? Ich habe keine Lust dazu. Also, lass mich in Ruhe mit dieser Bibliothek. Stattdessen werden wir jetzt die dritte Galaxie ansteuern und dort ein paar Missionen erledigen. Was Leute darunter gibt, die Lust auf die Bibliothek haben, und ihr Bilderbuch. Sonst mir unten in die Kommentare schreiben, dann könnte ich das bald in einem Special Part vorlesen. Ja, bis zum Ende des Projektes auf jeden Fall genügend Zeit, euch zu entscheiden. Wenn genügend Stimmen... Oder ich glaube, ich mache es so. Ich werde unter diesem Video dann, was dann auf YouTube ist, werde ich noch ein Straw Polling einfügen lassen, da könnt ihr dann abstimmen, ob ihr auch die Bilderbuchgeschichte hören wollt. Aber die würde ich dann, falls ihr sie hören wollt, dann erst dann vorlesen, wenn dann auch alle Kapitel verfügbar sind. In einem extra Part. Das werde ich dann nicht live im Livestream machen. Aber jetzt ab zur Küche. Haben ihre Pass an der Front entdeckt. Bleibt so offen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Okay, wir haben jetzt eine Auswahl. Entweder von hier, hier oder wir machen eine Spezialgalaxie zuerst. Ja, wer braucht die olle Bitch? Und die lässt sich ja eh immer die ganze Zeit entführen. Ja. Testblase, damit die den dritten Modus in der Testversion. Also respektive die einfache Version. Von der großen Blase geschüttelt. Das Wasser hier sollte man nicht berühren, das ist hochtoxisch giftig. Oh, und Captain Toad ist anscheinend hier abgestürzt. Der Wind wird stark. Wenn man sich von ihm tragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Ja. Ja, doch gut. Geholfen, der Tipp. Aber wahrscheinlich will uns dieses Schild hier noch erklären, was es hier darum geht. Hey, wenn du die große Blase retten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Also so. Aber achtet doch darauf, dass ihr nicht zu viel Luft entgegenbläst. Also sonst habt ihr da bald die Kontrolle nicht mehr. Also am liebsten ist es am besten, man macht nur kleine Pushes. Dann kann man immer noch am besten steuern, falls man dann doch den Kurs verliert. Unsere Aufgabe wird es auf jeden Fall jetzt sein, hier diese Sternsplitter aufzusammeln. Ach, und wenn ihr gegen Felsen knallt, dann ist es noch nicht schlimm. Schlimmer ist, wenn ihr gegen etwas Stacheliges fällt. Das ist dann schlimm. Dann ist die Blase kaputt und ihr fällt dann unweigerlich in den Giftsee. So, wir warten jetzt einfach, bis das Sternstück zu uns kommt.
Also ich mache mir doch die Mühe, dem hinterher zu fliegen, wenn es auch zu mir kommen kann. Okay, das war jetzt schon knapp. Da bist du schon geheimt durch. Großer Push und durch. Jetzt warten wir erstmal, bis sie ganz unten ist und dann schieben wir uns durch. Okay, was ist das hier? Ach, das sind Münzen. Das passt hier rein. So, jetzt kommt das zweite Teil der Prüfung. Hey, ich habe etwas vergessen zu sagen. Wenn du in der großen Blase bist und zu Boden fahren möchtest, drück einfach Z, um herunterzufallen. Und lass dich nicht von Hindernissen aus der Bahn werfen, sonst platzt die große Blase. Also sei vorsichtig. Deswegen bin auch ich da, um es noch zu erklären, weil der hätte es uns verschwiegen. Weil es vergessen hat. Ich glaube, einquetschen lassen sollte man sie vielleicht auch nicht gerade. Was ich aber gerne tue, ist mit beiden Händen die Wii-Fan-Bedienung zu halten, weil ich dann besser steuern kann. So. Und wieso ist die Blase jetzt kaputt gegangen? Ich habe gar nichts gedrückt. Hab nur die Sternteile aufgesammelt. Okay, spiel ich. Ich weiß, dass du etwas wieder gegen mich hast und gegen meinen Skill nur, weil ich gerade bei meinem Risikokomet skillt habe. Dann lasse ich halt die Sternteile dort liegen, wenn es dir lieber ist. Weil ich habe absolut nichts falsch gemacht. Ich kann es sogar beweisen. Diesen Tod kenne ich nicht an. Oh, jetzt habe ich's abgebrochen, weil ich hier diesen Schalter betätigen muss. Das war absichtlich jetzt mal. Ich habe mir stattdessen jetzt hier diesen Stern. Mag was sein, aber ich habe Videobeweis. Und die Regie nimmt doch meine Hand auf. Na gut, so hilfreich sind die auch wieder nicht. Aber trotzdem, ein lamer Tod ist ein lamer Tod. Aber komm jetzt mal zur richtigen Galaxie. Das war ja nur ein Test von GLaDOS. Und wahrscheinlich war es doch GLaDOS selbst, der mich zum Scheitern gebracht hat, weil er unbedingt sich mal wieder melden wollte. Die Glasstrandgalaxie. Und das zählt doch zu einer meiner Lieblingsgalaxien. Und
Ich muss jetzt mal kurz mein Mikrofon muten. Ich muss mal... Ja, die sind wirklich nützlich. Ich muss jetzt mal kurz muten, weil ich muss mal kurz ein paar Schlücke trinken, weil meine Stimme versagt langsam. Vielleicht wäre es auf jeden Fall auch keine schlechte Idee, dass ich dann bald mal das Licht anmache, damit ich weiß, wie spät. Ja, Licht anmachen, um zu sehen, wie spät es ist. Wenn ich noch alles sehe. Ich denke, heute geht es auch wieder nur so bis maximal 19 Uhr. Was glitzert da am Meeresboden? Ah, wir dürfen wieder diese einsammeln. Ach, wie schön. Das war das erste richtige Wasserlevel in diesem Spiel. Sieht man ziemlich selten. Die meisten Wasserlevel, die hatte man eher in Super Mario Sunshine. So einmal per Tarzan und rumschwingen und lässt man los. Ach, mit A. Und die Kisten können wir auch wieder zerstören, wenn wir wollen. Die Schüler sind abgelenkt von den glitzernden Dingen im Meer. So können sie doch die Abschlussprüfung nicht ablegen. Ja. Die haben da ihre Abschlussprüfung und die können sie nicht machen, weil die Glitzerdinger halt sie magisch anziehen. Aber generell bei meisten Tieren so, wenn etwas glitzert, dann sind sie wie hypnotisiert. Und unter was hat man auch wieder eine Luftanzeige und wenn man wirbelt, dann... Ich glaube, dann geht sie auch ein bisschen schneller runter, aber man kann sie auch wieder auffüllen lassen, indem man ihn blasen. Reinschwimmt und... Ich glaube, wenn man Münzen einsammelt, jetzt nicht mehr. Das war in Super Mario 64 so, weil eben die Luftanzeige mit der Lebensanzeige kooperierte. Hat eben die Luftanzeige einen eigenen Wert. Apropos Super Mario 64, es gibt ja so diverse Hacks. Und ich habe bisher nur einen gemacht, Super Mario 74 vom guten alten Luke Milord. Wenn ihr noch so auch noch sehr gute Hacks kennt oder welche die es auf jeden Fall wert sind, mal ihr Let's Play oder Livestream zu werden, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Ich werde aber auch mal in Zukunft auch wieder mal ein paar Hacks mal anzocken. Wieder ein bisschen das Mario 64 Feeling wieder reinzukriegen. So, dann haben wir die auf jeden Fall jetzt auch die Sternsplitterteile, dann können wir jetzt von hier weg. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo dieser Warpstern aufgetaucht ist. Ah, hier. Wie kommt man hier hoch? Wenn man hier alle Noten einsammelt, kriegt man einen One-Up geschenkt. Das sollte man jetzt auf jeden Fall beeilen, weil die Plattform, die haben halt gerne das Bedürfnis, wieder zu verschwinden nach einer Zeit. Oder das One-Up mitnehmen und dann gleich rüber.
Ach, weißt du was, Spiel? Wenn ich es hinkriege. Steuerung ist halt nur ein bisschen problematisch. Aber ich kann auch hier abkürzen. Hast du nicht gedacht, Spiel, hm? So, klassischer Wandsprung-Style. Und hier den Stern befreien. Okay, vom Kamal. Kennt jetzt keine? Also er kennt auch schon einige, die ich mal gerne bringen könnte. Ich glaube, ich habe mir einen mal runtergeladen, mal vor ein paar Jahren. Das war Star Road. Das habe ich nur einmal gesehen, aber selbst nie gespielt. Es gibt da einen Hacker, der mal Tom Tendo mal Let's Play hat. Das hätte ich mal Interesse gehabt. Weil das habe ich nie ganz bei ihm geschaut. Ich habe da nur ab und zu mal so reingesehen, weil es mich interessiert hat. Das würde ich zum Beispiel auch mal bringen. Es hat nur herausfinden, wie der Titel nochmal hieß. Wobei ich mir dann irgendwann mal langsam überlegen könnte, was ich dann als nächstes streamen sollte nach Super Mario Galaxy. Aber da hätte ich auch schon mal einen Plan. Zumindest mal eine Idee, was ich machen könnte. Aber da überlege ich es nochmal gründlich. Okay. Gut. Meine Pläne wären mal gewesen, dass ich mal ein älteres Resident Evil Spiel mal wieder bringen könnte. Aktuell läuft zwar noch der vierte Teil. Das wäre jetzt halt ein bisschen problematisch, denn hätte ich halt zwei Resident Evil Projekte. Aber das wäre dann auch wieder ein kommentiertes Projekt, in dem ich mich mal wieder mich selbst mal beim Horror zusehen könnte. Das wäre Resident Evil 1 auf der... Das müsste ich schon, glaube auf der Wii-Version. Das wäre schon mal eins, das ich mal zur Debatte bringen könnte, aber ich überlege mir, bis das Projekt noch fertig ist, überlege ich noch weitere Projekte. Und wenn es mehrere gibt, dann können wir wieder gerne eine Abstimmung machen. Also aktuell hätte ich jetzt nur Resident Evil 1 auf dem Plan und wenn ich doch noch ein paar weitere finden, was ich mal machen könnte. Also, wir sehen es dann. Ich versuche einfach während den Streams auch noch einiges zu überlegen. Und ich glaube, Super Mario Galaxy 1, das wird noch ein paar Stream-Tage haben. Das wird auf jeden Fall länger sein als Super Metroid. Wobei, wahrscheinlich auch nicht. Das könnte vielleicht ähnlich viel haben. Je nachdem, wie gut ich durchs Spiel komme. So, und weitere 600 für diesen Gourmet-Room, damit er uns wieder eine spezielle Galaxie gibt. Das erwartet uns dort. Tränengalaxie. Ausbruch der Riesenaale. Nochmal eine Wasserwelt. Yes. Schauen, was der Alte hier zu sagen hat. Endlich riechen alle aufgetaucht sind, können wir keine Fische mehr fangen. Kannst du nicht diese Aale besiegen? Ich schau mal, was sich tun lässt. Wenn man einen Panzer in der Hand hat, man ist dann im Wasser, kann man eben damit gut schwimmen. Die funktionieren dann wie ein
Ich weiß jetzt nicht gerade, wie die funktionieren, auf jeden Fall wie ein Torpedo. Und die Ratten sind halt ferngelenkt. Und nein, Zielsuchende, nicht ferngelenkte. Was sag ich da wieder für Mist? Gut, sie wird es auf jeden Fall sein, die alle zu töten. Wenn die Pinguine beim Fischen abhalten. Die Ratten sind so viel, ich weiß auch schneller. Aber man hat, glaube ich, nur begrenzt welche zur Verfügung. Oder taucht die nach einer Zeit doch wieder auf? So, die schneiden mir dann mal den Fluchtweg ab. Drei Aale besiegt und der Stern gehört uns. Dann braucht jetzt die Pinguine nicht mehr zu heulen. Ich weiß, schlechte Wortwitz. Bei Tränengalaxie, wenn man heult, dann vergießt man Tränen. Papa, ich habe jetzt gerade damit selbst ein Eigentor geschossen. Ja, sieben bin ich auch mit dir einer Meinung. Es war jetzt auch nicht gerade ziemlich gut. Aber es gerät wieder mal ein richtiges Horrorspiel. Ja, wir mussten es halt leider tun, weil die Pinguine sind bedroht. Und eine weitere Galaxie entdeckt. Machen wir jetzt aber da weiter, wo wir verblieben sind. Ach, die One-Ups spawnen wieder? Wie viele habe ich gerade aktuell? 21? Ja, das reicht mal vorerst. Wenn ich welche brauche, dann weiß ich, wo ich immer wieder welche sammeln kann. Es bringt nichts, wenn ich jetzt 50 sammle und beim nächsten Neustart wieder bei 4 unten bin. Unterdessen kommen wir zu dem zweiten Stern in der Glasstrandgalaxie. Okay, minimal flach geht ja noch. Abschlussprüfung, Schwimmklasse. Wenn ich jetzt an meiner Stelle wäre und ich müsste diese Mission machen, Peach würde nie gerettet werden. Weil das große Geheimnis ist, ich kann nicht schwimmen. Ich versuche es zu lernen, aber es ist bisher noch nicht mit Erfolg gekrönt. Jetzt aktuell mit dem angebrochenen Arm geht's halt noch nicht. Da muss ich das erstmal wieder gerichtet haben. Da kann ich es dann wieder aufnehmen. Dass ich es dann irgendwann mal hinkriege in meinem Leben. Ich such die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab. Pinguin, also mich musst du ignorieren. Ich bin hier nur der Zuschauer. Mario macht gerne die Abschlussprüfung, ich nicht. Also Mario, sag ja. Ich schalte dich gerne zu. Okay, der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Ja. Und dann müssen wir es eben den finden. Irgendwo in diesem Meer liegt ein goldener Panzer. Und wir wissen auch schon wo. Wir klauen ihn dann einfach weg. Ja, so machen wir es einfach auch mit erfolgreichen YouTubern. Wir klauen dann einfach das Geld. Obwohl, nein, YouTube ist ein schlechtes Beispiel. Sagen wir mal, so würde ich es Donald Trump machen, wenn ich irgendwie an sein Konto rankomme. Ich würde ihm das gesamte Geld klauen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Ja gut, du hast zwar gestohlen, aber das lassen wir mal so sein, weil... Wir klauen ja heutzutage ja ständig immer überall.
Nun denn, ich gebe dir eine riesige Goldmedaille. Das war einfach nur ein minimaler Versprecher. Also mit dem Let's Player. Ich klaue einfach gerne an Donald Trump seine gesamte Kohle weg, wenn ich rankomme. Das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Ne. Hallo, nimm den Stein und renn! Bevor es merkt, dass wir wirklich keine Schüler sind. Da haben wir einen Stein geklaut. Oh, der sozusagen Aries. Der schwimmt irgendwo und hat die Goldmedaille. Wir haben ihm die Goldmedaille jetzt geklaut. Und ich kann mich rausreden, ich habe die Prüfung nicht gemacht. Das war Mario. Mario ist der Dieb. Und ich habe Videobeweis. Wobei, wenn es die amerikanische Polizei mitbekommt, meinen Plan, Donald Trump Geld zu klauen, dann würden die mich jagen. Na gut, die müssen mich aber zuerst finden. Solange ein gewisses Snowden mich nicht verrät, ist alles okay. Schwimmlandgalaxie machen wir jetzt. Und in dieser Galaxie gibt es jetzt mal ausnahmsweise 2 Sterne. Haben wir einmal die Marinefestung. Ich glaube, dass es dort 2 gibt. Ich weiß nicht mehr, wie man an den zweiten Rand kommt. Jetzt haben wir ja fast eine reine Wasserwelt. Erstmal herausfinden, was müssen wir hier tun? Ich weiß irgendwas da unten, aber was nur? Ah, ich verstehe. Es zeigt die Schaft, die Teile hier zu zerstören. Indem die Wasserfestung dann nach oben schwimmt. Komm mal mit. Ich lege zuerst mal die Röhre da frei. Ja, der bringt uns zum Secret-Stern. Der unterhalb der Galaxie ist. Wenn mir von Kugelwillis verfolgt. Und einen brauchen wir, um dieses Gitter hier zu zerstören. Das perfekt funktioniert. Und ihr seht richtig, der Stern ist auf einmal grün. Das hat aber eine ganz besondere Bedeutung, die ich gleich erklären kann. So, jetzt geht's. Aber es sieht doch wie ein normaler Stern. Das Bilderbuch hat ein neues Kapitel. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Wollen wir doch mal herausfinden. Okay, was hat es mit diesen grünen Sternen auf sich? Kannst du das uns näher erläutern? Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien.
Um das Tor zu der Prüfung wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Heißt auf gut Deutsch, wir dürfen noch zwei weitere grüne Sterne holen für die Challenge-Galaxien. Und die haben es dann auch wirklich in sich. Das sind dann sozusagen die Aufgaben, die wir schon einmal gespielt haben. Nur, dass sie dann eben in einer schwierigen Version sind. In einen anderen Levels. Aber ich weiß zwar nur noch ein Grünstern ist, aber der letzte weiß ich nicht mehr. Aber jetzt holen wir erstmal den legalen Schwimmland-Galaxiestern. Wobei eigentlich beide legal sind. Der eine war ja nur ein Secret-Stern. Ich kann mir auch vorstellen, dass der jedes Mal sein Geld zählt. Wahrscheinlich sogar vor dem Schlafen gehen geht er immer mit seinem Tresor und zählt wieder sein Geld. Und wenn auch nur einen Cent fällt, dann rastet er wieder aus. Auch wenn es so ein einziger Cent ist. Er rastet gerade aus. Ich bin dann froh, wenn dann die erste Abzeit vorbei ist und er nicht mehr wiedergewählt wird. Und wenn doch, dann ist einfach Amerika korrupt. Oder zumindest die Wähler. Ich will jetzt nicht das gesamte Land als korrupt bezeichnen. So, das wäre erledigt. So, damit haben wir jetzt auch den Weg nach oben geebnet. Jetzt können wir auch an der Marinefestung hochklettern. Okay. Also wir wollen von der anderen Seite. Das war nur wegen dem Block wohl. Man sieht, die Festung wird auch sehr gut bewacht. Mit Wasserkanonen. Ausschiebbaren Steinen, dessen Namen ich nicht kenne. So, also sehr gut bewacht. Autsch! Aber da kann ich betrügen, oder? So, da muss ich eh hoch für den blauen, also. So viel dazu, ich könnte betrügen. Wahrscheinlich sind da auch noch irgendwo blaue versteckt. So, dann einmal hier den Wasserhahn zudrehen. Damit hier dieses Katapultteil erscheint. Und jetzt sind auch die Wasserkanonen ausgeschaltet. Ja, den brauchen wir für hier drüben. Wenn wir diese Schraube betätigen können, diese Plattform hier sich drehen. Da haben wir einen weiteren. Gehen wir jetzt mal dorthin zu diesem Block. Und dann noch ein paar Sternteile raus. Und nur die große Frage, wo sind dann die letzten Teile? Also da ist auf jeden Fall eines.
einmal den Gumpen zu stampfen, auch wenn er nichts dafür kann. Ich tue es gerne. Gumpen zu stampfen ist nämlich mein Hobby. Können wir nochmal ein One-Up abgreifen. Und ich glaube, da oben ist wahrscheinlich das letzte. Ja, ist es auch. Dann haben wir jetzt hier die Greifsterne. Aua. Gut, dann schrauben wir halt das auf. Wenn dieses Teil hier entfernt wird, dann ist die Klappe offen und der Stern frei. Also jetzt noch die Sternteile und dann holen wir den Stern. So, haben wir es. Ja, Dagobert Duck. Stimmt, jetzt sehe ich gerade einen Sinn. Dagobert Duck hat ja einen Sohn, der heißt ja Donald Duck. Jetzt wissen wir, woher Donald Trump sein Fable für Geld her hat. Könnte es sein, dass er vielleicht mit dem Nachnamen, bevor er zu Trump geendet hat, vielleicht und nur dann nur ausgibt, der Trump zu sein und die Wahrheit Dagobert ist? Oder zumindest... Oder sagen wir es mal so, Donald Trump ist der Dagobert Duck in unserer Welt. Was könnte sein? Verschwörungstheorien über Verschwörungstheorien. So, aber jetzt ab zum Glasstrandgalaxie, da haben wir immer noch den dritten Stern. Noch nicht. Das Rätsel der Strudelhöhle. Wollen wir dann mal dem Rätsel mal auf den Zahn fühlen oder eher auf den Grund gehen? Sieht man, die Wand sieht ein bisschen verdächtig aus. Aber zuerst mal die Truhe. Für ein One-Up. Ausgesetzt, ich kriege es irgendwie eingesammelt. Jetzt noch mal ein bisschen Anlauf und dann schießen wir die Mauer. Gut, das hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich könnte es auch blind, aber es geht nicht. So, jetzt ist sie aber offen. Und da ist wirklich so eine Untergrundhöhle. Richtig mystisch. Ein paar Flattermäuse, die man wegspringen könnte, nur wenn ich sie treffen würde. Und in den armen Goomba, der leider durch einen Stampfes gestorben ist. Hat sich wahrscheinlich in der Hölle versteckt, weil er in Sicherheit gewogen hat, da kommt Mario nie hin. Aber dann kam Mario doch hin und so endet er das Leben eines armen Goombas, der nur in Frieden leben wollte. So.
Und wenn ihr das hier seht, dann würde Keanu, wenn er jetzt gerade hier im Livestream wäre, er würde eine Krise kriegen. Jetzt machen wir uns das One-Up. Denn vielleicht mögt ihr bei seinem Stream noch erinnern, denn so etwas Ähnliches gab es auch. Nur war sie dort viel schwieriger. Denn das Geheimnis ist, in Super Mario Galaxy 1 hatte dies hier seinen Ursprung. Ich glaube, in dem Nachfolgeteil, ich weiß nicht mehr, was man machen musste. Auf jeden Fall war es schwierig. Das weiß ich doch. Und das ist jetzt nämlich die Easy-Version für jedermann. Ich könnte jetzt noch, wenn ich will, das One-Up dort oben sammeln, aber ich habe keine Lust. Vor allem da die Secret Sterne einzusammeln im Nachfolgespiel. Vor allem einen, das stelle ich mir sehr schwer vor. So, schnell das One-Up sammeln, bevor dieser Block zurückkehrt. Und da, wo dieser Block steht, da kommen die Blöcke nicht hin. So, jetzt warten wir erstmal, bis der dort weg ist, dann können wir rüber. Und da ist schon der Stern. Wenn es wahrscheinlich im Nachhinein ansieht und das sieht. Oh Gott. Was die überhaupt noch Piratenschätze haben. Herr Samus Aran hat ja sehr viel Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren. Vorausgesetzt, es gibt überhaupt noch Überlebende. Ist jetzt da im Zufall gerade der Komet aufgetaucht? Ja. Und es gibt einen Geheimstern, den ich übersehen habe? Okay. Aber zuerst machen wir den Tempo-Komet und ich kann mir vorstellen, welche Mission es ist. Tempo-Kometen ist eben das Level nur in doppelter Geschwindigkeit. Tempomodus Himmelkorridor. Ich glaube, das erinnert ihn jetzt sehr mehr daran, an diesen teuflischen Stern. Wir sind jetzt das Ganze schneller. Gut, dass er nicht da ist. Ich will mir jetzt seine Laune nicht stören, vor allem weil wir heute gegen 0 Uhr noch was geplant hat, beziehungsweise am Morgen gegen 0 Uhr. Ab da fängt dann auch die Fallout 76 Beta bei PS4 und PC an. Wir wollten nicht er und Ruffy starten heute. Vorausgesetzt, Ruffy wird heute nicht krank. Also jetzt wird das One-Up dort hier einzusammeln schwieriger. Da muss man das jetzt schon dann machen, wenn der Block gerade nicht da ist. Und seid ihr sicher, euch kann ihr die Blöcke nichts tun. Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann auch dort warten, bis der vorbeigekommen ist. Aber ich nehme die Speed-Variante. Da habe ich auf jeden Fall auch mehr Zeit, um dem Teil auszuweichen. So. Und erledigt. Dann haben wir jetzt dann gleich auch den geheimen Stern, den wir übersehen haben. Wahoo!
Ja, die könnte auch einige Schätze übersehen haben. So schnell ist er nicht drum. Ich mache bis 19 Uhr. Keine Sorge, Kamo. Ich mache heute bis 19 Uhr. Das ist halt ein Spezialstream, da ich weiß, dass Super Mario Galaxy aufgrund der... aufgrund der Spielzeit wahrscheinlich viel länger dauern wird als Super Metroid. Also deswegen 3 Stunden im Schnitt. Wobei, das wäre jetzt sogar für mich selbst auch eine gute Gelegenheit, kurz den Stream zu pausieren. Ich muss mal kurz noch mal trinken. Einen Moment, ich müde mich da einfach mal kurz. So, dann können wir jetzt auch weitermachen. Ich hätte zwar zuerst gedacht, ich müsste vielleicht noch aufs Häuschen gehen, aber ich denke, ich schaffe das auch innerhalb der Stunde, das noch auszuhalten. Dann machen wir jetzt mal weiter, wo wir verblieben sind. Da mit dem geheimen Stern. Wo, in welchem Level haben wir ihn übersehen? Im letzten, beim Rätsel der Strudelhöhle. Dort irgendwo haben wir ihn übersehen. Ja gut, wir haben da auch nicht genug umgesehen. Wir sind da einfach direkt in die Strudelhöhle rein. Also irgendwo dort ist der geheime Stern zu finden. Es stellt sich nur die Frage, wo? Das müssen wir jetzt herausfinden. Es gibt hier keinen Tipps. Nur der einzige Tipp, der besagt, dass hier einer ist, den wir übersehen haben. Wobei, da ist eine Röhre. Ich glaube nicht, dass es die ist. Das habe ich jetzt versaut, kann das sein? Nicht noch nicht ganz. Und wenn ihr gar keine Böcke zerstört, kriegt ihr sogar noch mehr Sternteile. Also auf jeden Fall ist hier die Aufgabe, an dieses Teil heranzukommen, ohne dass man Blöcke zerstört oder hat nur sehr wenige. Je weniger man zerstört, desto mehr Sternteile kann man da erobern. Aber hier ist der Geheimstern nicht. Okay, wo könnte er sonst sein? Vorausgesetzt, die Kamera spielt mit. Okay, da ist eine Truhe. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Koopa Shell. Gut, dass wir die auch mit rausnehmen können. Wir dürfen halt dann nur nicht Spin Jump
Wappen. Weil wir sonst aus Versehen den Panzer wegwerfen. So, dann schauen wir mal. Ist er da drin? Okay, hier ist schon mal ein Warpstern. Dann sind wir auf der richtigen Fährte. Ja, hier ist er. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn. Ah, die Enten da, das sind die sogenannten Katerquacks. Ihren allerersten Auftritt hatten sie in Super Mario Sunshine und hier haben sie jetzt ihr Comeback. Und die werden wir jetzt brauchen, um an das eine Teil ranzukommen. Denn die können einen hochkatapultieren. Sonst dieses Power-Up ist eine Eisblume. Du wolltest zu Eisbahnen, schüttel die Wii-Verbindung und zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Denn wir sind jetzt Jesus. Nur mit dem Unterschied, dass wir aus Eis sind. Wir machen jetzt Walljumps, um da hochzukommen. Und wir gehen zum Stehen. Denn das ist unser Missionsziel. Denn ich bin jetzt gleich oben. Da ist der neue Dankeschön. So, und jetzt müssen wir für den Katerquacks hier einen Weg schaffen. Das ist halt das Schwierige. Und diese Platten hier, die zerstören das halt wieder. Katerquacks können zwar sterben, aber die respawnen schnell. Denn jetzt war die Geburtenkontrolle nicht aktiv. Und da haben wir den Stern. Und dann einen guten Abend an GamerIfen202 und willkommen im Livestream. Schön, wieder mal ein neues Gesicht zu sehen. Ich hoffe, du hast auch Spaß in dem Stream. Volles Kill und Fail und chaotischem Schnickschnack. Verstehe ich mir beim Namen. Dann haben wir auf jeden Fall den Geheimstern und können uns der nächsten Galaxie widmen. Dieser hier. Der Phantomgalaxie. Von der Meeresidyllik gehen wir jetzt ab ins Spukhaus. Rette Luigi aus dem Spukhaus. Und wie hat sich da Luigi wieder eingeritten? Dieses Spukhaus. Doch, du bist Experte mit Spukhäusern seit deinem Spielserie. Aber anscheinend doch nicht. Dann müssen wir ihn halt wieder mal den Hintern retten. Ja, das tun am Brüder mal gerne für ihren eigenen Bruder einspringen, um praktischweise den ihr Leben zu retten. Und da die Kürbisgegner sind einfach nur verkleidete Goombas zu Halloween. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob Halloween jetzt schon vorbei ist, also sollte es noch kommen, dann auf jeden Fall Happy Halloween. Und wenn es noch vorbei ist, dann tut es mir leid. Ich weiß nie, wann der ist. Wobei ich persönlich nie bei Halloween... Danke, Spiel! Das hätte ich vorhin gebraucht. Gut, dann speeden wir halt hier durch. Machen den Ketten und lapp. Und den Buhu auch. Und
mal so ein richtiges Geisterfilm, so wie es jetzt Spukhaus ist. Ja, finde ich gegen die Belichter, oder man hat einen Powerstern. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Ah, da ist doch ein Buhu. Komm mal schön her. Wenn ihr sie anguckt, dann haben sie Angst. Versteckt sich. Und er hat auch den Schlüssel jetzt gedroppt. Aber ich glaube, hier kann es sogar mal passieren, dass der Schlüssel sich mal verglitscht. Ja, aber selbst nie passiert. Geisterhäuser haben Sacht auf sich, dass sie richtig mysteriös und komplex sind. Wenn man einfach hier mal an den Wänden hochlaufen kann. Und nicht gerade da in die schwarzen Löcher reinspringen, weil die würden sonst nie wieder gesehen werden. Dann wäre das ein Spukhaus ohne Wiederkehr. Ich glaube, an jeder Wandseite muss es eines dieser Sternblätter haben. Nur auf der Seite. Doch, auf der Seite auch. Die sind auch auf mehreren Seiten zugänglich. Problem ist nur, die Kamera spielt nicht gerne mit. Wobei der Boden mir ein bisschen strange vorkommt, weil der ein bisschen brüchig aussieht. Wusste ich's doch, dass da etwas ist. Hier ist noch etwas Verstecktes. Und viele, viele Münzen. Es sterben, bevor die verschwinden. Egal, was ist jetzt passiert? Wir sind wenigstens nicht so geldgeil wie Donald Trump. So, dann warten wir uns jetzt an die nächste Stelle. Da ist schon der nächste Schlüssel. Mitten in der Luft. Ja, Luigi, keine Sorge, ich helf dir gleich. Ich muss nur einen Weg zu dir finden. Da muss man einfach den Schlüssel per riskanten Sprung schnappen und dann sich über den Greifstein wieder hochziehen lassen. Und das sind weitere Boos, die gerne sterben wollen. Und One-Up-Pilz. Anscheinend in Geistersprache geschrieben. Aha, wir kriegen hier ein neues Power-Up. Denn wir kriegen jetzt hier das Geist-Mario-Power-Up. Um unsichtbar zu werden, schüttle die Wii-Fan-Bedienung. Jetzt sind wir selbst auch ein Geist. Drück als Geist wiederholt A, um zu schweben, und schüttle die Fan-Bedienung, um zu verschwinden. So kannst du auch durch Gitter schweben. So, aber jetzt holen wir erstmal den One-Up-Pilz daraus. Denn auch Geister brauchen Leben. Und auch wie echte Geister verschwinden sie, wenn man sich dem Lichtstrahl nähert.
Eben durch die schüttelnden Wifi-Bedingungen kommt man dann eben durch die Gitter durch. Und die Boos werden jetzt sonst auch nichts mehr tun können. Die werden jetzt als einen von ihnen halten. Das ist ein Luigi. Nun, Herz. Da bist du ja endlich. Ich habe die Tons aus den Augen verloren. Es war furchtbar. Ich habe einen Powerstein gefunden, siehst du. Ich bin doch zu etwas zum Gebrauch und nicht so nutzlos. Ja, Luigi. Du bist wirklich was zu gebrauchen. Ja, wir gehen jetzt auch nach Hause. Und wenn ihr den Parallelmodus spielt, also den man freischaltet, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat mit allen Powersternen, außer dem einen, den man nur kriegt, wenn man es mit beiden geschafft hat, also beziehungsweise die Mission, die man erfüllen muss. Dann würde der Luigi dann fragen, wieso, wie er aussehen. Ja, denn im zweiten Modus. Ich kann es irgendwann mal zeigen, mal so spaßeshalber. Man kann ja das Spiel auch mit Luigi spielen, aber nur wenn man es mit Mario schon einmal geschafft hat. Was auch notwendig ist für den letzten Stern, damit man auch wirklich die 100% hat, aber da ich vielleicht nur einmal zeigen möchte, aber das Spiel dann selbst nicht nochmal durchspiele, werde ich dann eben den allerletzten Stern dann über meinen privaten Spielstand holen, weil dort habe ich das ja noch offen. Wird halt nur ein bisschen komisch dann aussehen bei meinem Sammeln, aber immerhin kann ich damit Zeit sparen. Willkommen zurück. Da drüben ist jemand, der behauptet, dein Bruder zu sein. Als ich ihn fragte, sagte er mir, er wollte zusammen mit dir Powersterne suchen gehen. Ihr habt doch bestimmt viel zu erzählen. Schaut doch mal bei der Garage vorbei. Ja, schauen wir doch mal ihm vorbei. Bruder, du suchst doch nach Powersternen, oder? Dann will ich dir dabei helfen. Wahrscheinlich hast du in der Eierplanet-Galaxie einen übersehen. Wenn ich ihn gefunden habe, schreibe ich dir einen Brief. Versprochen. Ja, und das ist so meine typische Luigi-Stimme. Ich halte mir immer die Nase zu und dann spreche ich. Hier. Yeah. Passt auch perfekt zu ihm. Oh nein, ich habe das nicht von Domtendo geklaut. Und das passt einfach nur perfekt zu Luigi. Und das wird auch so beibehalten. Solange er keinen langen Text hat, ist alles okay, weil nach einer Zeit tut es mir schon ein bisschen weh. So, dann ab zum nächsten Stern. Der Phantom-Galaxie. Buhu Wettläufer. Ich kann mir schon vorstellen, was sie damit wollen. Erstmal nehmen wir mal den Stern. Reppen mal alle um, zerstört das Teil hier und fliegen drauf los. Als Regenbogen-Mario durch die Galaxie. Okay, das wird auch witzig. Wir haben nur die Sterne zur Verfügung, die der Lichtkegel gerade zeigt.
Und wenn der Lichtkegel da gerade nicht hinzeigt, ist der Boden nicht existent. Denn der existiert nur in der Dimension, der der Lichtkegel gerade hinzeigt. Und sonst nicht. Okay, wo willst du hin? Ach, da. Och. Wenn ich die Bus eben zum Stoppen bringen kann, müsst ihr sie eben anschauen. Und dann kriegen sie Angst. Weil sie werden nicht gerne angesehen. Und wir haben hier zwei Schlüssel. Aha, die öffnen also beide Türen. Oh Gott, jetzt wird's anspruchsvoll. So, hier diesen Schlüssel. Öffne du diese Tür, die nichts wert ist. Dann nehmen wir schnell diesen Schlüssel hier, um hier das Mann abzuholen. Gleich wieder hier hoch. Da werden wir mit Rückwärtssaltos arbeiten. Und hier diesen Stern holen. Kann das sein, dass das jetzt gerade der Secret-Stern war, den wir geholt haben? Weil das war jetzt kein Buhu-Wettläufer. Ja, der läuft noch. Wir haben den geheimen Stern geholt. Schwebende Stern. Jetzt wollte ich gerade sagen. Sterbende Stern im Rabenschwanz. Ja, ein Stern kann sterben. Das stimmt sogar. Dann eben, wenn es eine Supernova gibt. Dann sterben Sterne. Oder wenn es der eigene Kern explodiert. Das heißt eigentlich hier schwebende Sterne im Rabenschwarz und nicht sterbende Sterne im Rabenschwarz. Hier ist ein Brief von Luigi. Hey! Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Foto hilft dir, mich zu finden. Von Luigi. Was ist das für ein Ort? Ewig vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Mit Luigis Aufenthaltsort nicht vergisst, gebe ich dir dieses Foto. Wenn du das Foto sehen willst, drücke Minus oder Plus, um den Pause-Bildschirm aufzurufen, dann wähle das Briefsymbol, um das Foto zu betrachten. Ja, und wir wissen ganz genau, wo der ist. Ja, RIP-Sterne. Das Bild ist so markant, das kann man sehr schnell wieder erkennen. Denn er ist auf dem Dach des einen Hauses bei der allerersten Galaxie. Ich meine jetzt nicht da, wo wir angefangen haben, sondern nämlich hier in der Eierplanet-Galaxie. Dort hat er sich verkrümmelt und kommt nicht weg. Und das Foto zeigt eben die Position, wo er sich befindet. In der ersten Mission Dino Piranha auf dem Eierstern. Und da kann man erst holen, wenn man ihn gerettet hat, weil das ein Stern ist, der nur er bekommen kann. Beziehungsweise er holt ihn dann für uns und gibt ihn uns dann. Und auch schon ewig nicht mehr. Ja, weiß. Gut. Ich weiß, dass du abwesend bist. Du hier abkürzen. Das ist das Problem. Du hast mich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass, Bruderherz. Du bist ein Powerstern, oder? Den habe ich gefunden. Hier.
Aber ich hätte gedacht, dass hier einer der Grünen wäre, aber dann weiß ich doch nicht mehr, was die zwei letzten sind. Macht's umso spannender. Ja, und Luigi schummelt sich ins Bild. Wenn wir das in dem Tempo so schaffen, dann schaffen wir immer so 20 Sterne pro Stream. So, aber jetzt können wir wieder in der Küche weitermachen. Weitere Kometen sind da momentan nicht aufgetaucht, weil es auch gerade keines geben kann. Aber irgendwie bin ich jetzt auch froh, dass ich wieder mehr Zeit für Streaming habe. Also kein Problem mit den Projekten. Halt problematisch für mich, weil ich dann wieder warten muss. Jetzt endlich mal vorwärts geht. Aber wir haben wenigstens schon mal einen kleinen Fortschritt. Ab am 18.12. schon mal das Gespräch. Ab dann kann ich da mal nachhaken. Die mal ihre Hinten unter Feuer setzen. Aber jetzt haben wir wirklich den richtigen Stern. Wir haben ja vorhin nur den geheimen Stern abgeholt. Ungewollt! Gut, das war aber auch sehr markant da. Ah, wir sind über Greifsterne rüber. Weil die Brücke jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist. Und die will... Achso, die war immer so. Wir drehen uns ja nur mit. Jetzt ist da einfach ein Warpstern abgetaucht, weil die Villa jetzt zu ist. Ja, und da geht's los. Und haben jetzt dann gleich ein Rennen gegen diesen Geist zu gewinnen. Und wenn man jetzt hier verliert man dann auch ein One-Up. Und da zeigen sie einem keine Gnade mehr. Wenn wir es denn haben, dann musst du mich im Rennen besiegen. Ist mir recht. Also dann, auf geht's. Wenn man sich nur irgendwo anstößt, dann hat man schon fast wieder verloren, weil man die Vorsprung, den er hat, fast nicht mehr aufholen kann. Aber ich glaube, an der einen Stelle kann man auch brutal abkürzen. So, da muss man sich... So, das Rennen kann ich jetzt schon aufgeben. Der ist mir schon zu weit vorne. Ja, er hat schon gewonnen. Und somit haben wir das erste Leben verkackt. Versuch's noch einmal! Aber ehrlich, das habe ich schon erwartet. Weil das kann man fast nicht first tryen.
Dann halt auf ein neues. Ich hab da auch viele Fehler gemacht gegen Mitte. Wenn er wieder rumbouncen muss, das hasse ich auch. Ja, und schon habe ich es komplett versaut. Ich kann wieder aufgeben. Weil er wieder irgendwo festgehangen ist, der Drecks-Mario. Kann man auch mit... Ja, er kann nur zurück zu Stern warten, das ist das Problem. Dann dürfte ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, dass man nicht einfach neu starten kann. Nur weil ich an dieser Stelle wieder vollkommen verschissen habe. Ich hasse den Dreck. Und nochmal von vorne. Irgendwann kriege ich das hin. Hoffentlich. Fast schon wieder glücksabhängig, habe ich das Gefühl. Mario, mach jetzt keinen Scheiß. Ich geh jetzt mal den Hintern. Fahrtweiter kann ich da gut um die Kurven. Dann gehe ich hier lang. Diesen Weg. Komm jetzt, Mario, mach keinen Dreck! Was sind dann wieder diese blöden Zugsterne? Kann ich jetzt schon wieder vergessen, also ich schaff da irgendwie... Weil er wie diesen... Mario! Entschuldigung, ich wollte nicht gerade ausrasten. Es ist einfach nur, weil Mario wieder diesen Stern dort hinten nicht greifen wollte. Ich kann mich eigentlich schon wieder umbringen. Es lief am Anfang so gut und dann muss Mario wieder einen Dreck machen, den er nicht soll. Und darf ich mich töten? Ich sterbe ja eh also. Tschüss. Ich will nicht noch den gesamten Stream damit beschäftigt sein, an diesem Kackrennen. Wenn Mario wieder meint, er darf wieder... ...darf wieder so scheiße spielen wie eh und je. Weißt du, Mario, mir ist es recht, wenn du Peach unbedingt nicht retten willst, dann mach nur so weiter. Oder kannst du die Heirat mit Peach auch vergessen, Klempner Junge? Also jetzt benimm und gewinn dieses... vermaledeite Rennen, oder du kannst die Heirat mit Peach für immer vergessen. Ehrlich.
Also hat mich eine Allianz gefragt. Und ich nehme seine Allianz an, wenn du noch weiter so einen Scheiß produzierst. Ja, da überholt er mich safe wieder. Wie will ich das zur Hölle schaffen? Unmöglich. Ab dieser Stelle, wenn er mich überholt, dann habe ich keine Chance mehr zu gewinnen. Geht nicht, das ist leider kein Emulator, das ist der richtige Wii U. Das ist das Problem. Also Mario, ich rede nochmal Klartext. Wenn du noch weiter so einen Scheiß produzierst, dann helfe ich Bowser, das nächste Mal Peach richtig zu entführen, damit du sie nie mehr kriegst! Und dann spiele ich den Super Bowser Galaxy 4 oder 3 oder was für ein Teil. Der dann geht Peach zu entführen, so weit wie möglich von Mario weg, damit er sie in seine Drecksklauen kriegt. Am liebsten helfe ich dem Feind anstatt dir, Strecksbehinderte Klempner. Wann bezahlt mich Bowser viel besser als du? Willst du wissen, wie viel er mich bezahlt, damit ich ihm helfe, Peach zu entführen? Er bezahlt mich 10 Millionen pro Sekunde! Wie viel zahlst du mir? Du zahlst mir nicht mal einen richtigen Monatslohn, du Arschklempner! Übrigens, es war gelogen. Er bezahlt mehr als Bowser. Ich muss ihn nur anstacheln, damit er auch richtig das Rennen mal richtig Mühe gibt. Und das ist jetzt der Adrenalinschub gewesen. Und ich dachte, ich hätte den Sieg schon in der Tasche. Ach man, versprochen, ich gebe dir diesen Stern. Aber Mario, die Bedrohung gilt echt. Noch einmal so ein Scheiß und ich spiele mit Bowser. Und dann ist der Vertrag mit dir abgelaufen. Dann spiele ich für den Feind und laufe zum Feind über. Blöde Bente, der Klempner. Und jetzt mal richtig dran, damit er kooperiert. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Gut, das geht noch. Dann machen wir jetzt den dritten Stern aus der Phantomgalaxie. Und eher gesagt den vierten, aber vom System her wäre es der dritte, wenn ich den Geheimstern noch nicht hätte. Weltallschutt und der Geisterboss. Ich glaube, ich krieg das Heulen. Ich weiß, was dort die Kometenmission ist. Ich weiß es wieder. Ich glaube, da kriege ich den Heulkrampf. Weil ich erinnere mich ganz genau. Ich habe schon genug Schock fürs Leben. Ich glaube, ich schreibe dann gleich den Mail an Bowser und frage, wann ich bei ihm anfangen kann. Das kommt mir am besten zugute, wenn ich für den Feind spiele, anstatt für Mario. War schon eher ein besserer Bösewicht als ein Held. Von denjenigen, die das Star Wars Dot Republic Let's Play gerne gesehen haben, die wissen ja, wo meine wahre Berufung liegt. Als Sith. Auf der dunklen Seite der Macht.
Und jetzt kriegen wir auch hier neue Buhu zu Gesicht, die schwarz sind. Die sind aber explosiv. Wenn man in der Nähe schwingt, kann man ihre Zunge greifen und sie dann als Bomben missbrauchen. Oder mit dem die Statuen zerstören. Aber es ist auch gut, wenn der Komet dann gleich kommt, wenn ich die Mission gelöst habe. Weil dann wäre der Mist auch vorbei. Zuerst mal muss der mal weg. Ach, Mist, der hätte den Block noch stören können, aber ich hab's voll vergeigt. Auf jeden Fall mit Spinnen zu tun. Vorausgesetzt, ich krieg die mal tot. Jetzt bräuchte ich schon eine Mütze, das ist das Problem. So, hier die Mütze. Schon mal eine Überlebenschance haben. Und von dir leider auch verkleidete Goomba. Der gerne nur Halloween erleben wollte. Aber dann durch Mario einen tragischen Unfall erlitt. Jetzt mal die Sterne splittern und dann den nächsten Stern weg. Damit ein paar weiteren Buhus Statuen zerstören, um ein paar weitere One-Ups zu gönnen. Hoffentlich ich habe keine Zuschauer erschreckt, dass ich in Wut ausgebrochen bin. Irgendwie musste ich ja Mario zeigen, dass er nicht alles machen kann, was er will. Und von Bowser werde ich halt gut bezahlt. Denn die Idee mit der Gravitation, die war von mir. Das gebe ich jetzt vollkommen zu, die war von mir. Ich hab's ihm gesagt, das soll sie machen. Okay, da habe ich mich noch gerade so gerettet. Okay, da konnte ich absolut nichts machen, weil Mario schon wieder spinnen muss. Ich glaube, hier kriegt man immer wieder ein One-Up geschenkt, also man kriegt immer wieder zurück. Da unten ist noch ein One-Up. Und da müssen wir jetzt dann gleich hoch. Ich kann an diesen hier rankommen. Und die haben mir auch wieder einen Gourmet-Luma-Shop, indem ich wieder diesen
Maxi-Pilz holen. Die maximale Kraft. Und jetzt kommen wir zu einem Bosskampf. Wieder. In diese monströse Kreatur. Und wenn er Goldbrocken wirft, dann sind Münzen versteckt. Und wir brauchen jetzt die Boos, um ihn zu schädigen. Erstmal seine Abwehr zu durchdringen, dass er dann frei liegt, damit wir auch seinen Kern angreifen können. Ausgesetzt, ich würde ihn endlich bald treffen. So, das war schon mal die erste Phase. Es geht dann die zweite über. Und jetzt kriegt er noch Hände dazu, die ihm noch ein bisschen weiter schützen und ein paar mehr Angriffe sein Repertoire geben. Während dem Angriff kann man auch sehr gut kontern. Und alternativ kann man auch versuchen, seine Hände zuerst zu zerstören, damit er weniger Angriffsmöglichkeiten hat. Doch generell ist immer zuerst im Fans, wenn man wartet, immer zuerst einen Angriff hat, bevor man dann einen Gegenangriff startet. Und diese Pfeile oder was auch immer das genau sind, die kann man zerstören mit einem Wirbelattacke. So, und jetzt Gegenangriff. Liegt er wieder frei. So, zuerst mal den Boom zu sich locken, damit man ihn dann gleich wieder in Angriff entgegenschalten kann. Und dann hat er also nur zwei Phasen, also der ist ganz einfach zu besiegen. Meister und Crazy Hand. Ja, könnte sein. Wahrscheinlich sind es die toten Leichen. Okay, gut. Freut mich wenigstens, dass es noch mit Humor siehst. Normalerweise würde ich gerne wieder sagen, ich sollte mich abreagieren, aber es gibt mal Ausnahmsfälle, an dem ich mal meinen inneren Rage rauslassen muss. Und solange es noch nicht nach 22 Uhr ist, habe ich eigentlich noch Möglichkeit. Ab dann darf ich es sowieso nicht mehr. Allein es für mich dann schwierig ist, ab 0 Uhr leise zu bleiben während der Beta. So, bist du gerade zufälligerweise da, Comet? Er ist noch nicht da. Dann machen wir derzeit mal kurz den hier. Weil Zeit haben wir noch. In der Hoffnung, dass er dann, nachdem ich das hier erledigt habe, dann auch auftaucht. Bowser Juniors Schiffsfabrik. Verjage Bowsers Armada. Eigentlich soll das heißen, verjage Bowsers Juniors Armada, weil es ist ja wieder sein Sohn. In einer gesamten Luftschiffflotte. Und wieder das Airship sind aus Super Mario Bros. 3. Yes.
Echt, die Mucke mag ich genau so wie Road Bowser. Also wenn da mal in einem zukünftigen Mario-Spiel ich als Minion oder als obersten Berater vom Bowser antrete, dann wisst ihr wieso, dann habe ich wirklich den Vertrag angenommen. Und dann bin ich wirklich zur dunklen Zeit übergelaufen und unterstütze Mario nicht mehr. Ich glaube, man kann, dass er mir ein Königreich versprechen wird. Wir könnten ja noch hintergehen. So, hier könnten wir uns wieder versorgen, entweder wieder mit einem maximalen Kraftpilz, aber da muss ich zu. Erstmal die Wickler ausschalten. Und das alles nur für einen Maxi-Kraftpilz. Das tut mir jetzt schon wieder im Herzen weh. Dass ich die armen, friedliebenden Wickler dafür umbringen muss, nur um an Sternteile zu kommen, damit ich mir diese maximalen Kraftpilz leisten kann. Ich bin so teuflisch. Und was haben wir da oben? Ah, noch ein paar Sternteile. Also hätte es knapp geworden, hätte mich dort auch noch ein bisschen versorgen können. Oh, da vom Stinkerkäfer hier. Ja, das dürfen wir auch mit einem Schiff cruisen. Nur es hat heute keine Kanonen. Das dürfen wir durch die gesamte Armada durch! Die Kugel wirft mich aus der Bahn. Darf ich die nochmal töten? Sternteile. Weil der ja nicht gespeichert bleibt. Ja, schon, ich bin schon auf der dunklen Seite, aber ich habe leider noch einen Vertrag mit Mario. Dass ich ihm bei seinem Abenteuer helfe, wenn Peach mal entführt wird. Das war vor meiner Zeit als dunkler Lord. Und das Problem ist, der Vertrag geht leider lebenslänglich, bis Mario endgültig stirbt. Das heißt, wenn keine Spiele mehr von ihm kommen, und das wird wahrscheinlich nie der Fall sein. Ich kann ihn auch gerne verraten. Da habe ich auf jeden Fall auch die perfekte Position für König Bowser. Kann die Pläne verraten, was Mario vorhat. Und kann Bowser damit sehr frühzeitig warnen. Mario versucht wieder ein Amt planen. Autsch. Also ich wäre der perfekte Spion innerhalb der Mario-Organisation. Und keiner würde mich verdächtigen. Du gibst wohl nie auf. Dann muss ich dich persönlich plattwalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. Ja. Der Bowser Junior will jetzt auch mal höchstpersönlich kämpfen mit seinem Kampfschiff. Also, was wir dafür tun müssen, sind einfach die Koopas aufzusammeln und dann die Panzer in die Gangsschiff zu schleudern. Anzuhalten auch noch Kamex und Kugelwills zu Hilfe, aber das wird ihm nichts nützen. Oh, jetzt holt er schon die Dicknoschis raus.
Jetzt habt ihr erstens mal kaum noch Trefferflächen. Aber dieser Kamek stört mich ein bisschen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Sein Chef ist weg und er haut ab. So schnell geht. Der große Stein gehört uns. Damit haben wir schon den nächsten. Ich komm. Ich muss ja nicht mal raus. Ich kann einfach undercover bleiben dort. Ich bleibe dort, aber ich werde dann den Bowser-Vertrag nochmal neu aufsetzen. Als ob es der Berater und Spion. So, das wäre erledigt. Und wir haben jetzt die Zahl 42, der Sinn des Lebens. Ja, und der Komet ist aufgetaucht. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppen des unteren Stockwerks alle angesprungen. Sobald die Maschine im Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternschiff fungieren können. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, doppelt Geld abkassieren, dann werde ich noch reicher. Und was hast du, Toad? Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Aber wir kriegen wieder 5 One-Ups geschenkt. Ah, dann kriegt man die ab und zu immer wieder nachgeschickt. Sehr schön, sehr schön. Das wird mir uns bei den Risikokomet jetzt helfen. Ah, das wird jetzt das Letzte sein, was ich heute noch tue. Damit das erledigt ist, weil wenn ich jetzt abwarten würde, dann hätte ich wieder nur 4 One-Ups und das würde dann noch schwieriger sein. Und solange ich noch sehr viele One-Ups habe, dann mache ich es lieber jetzt noch. Den Risikokometen in der Phantomgalaxie. Wir haben noch 14 Minuten Zeit für die Mission. Risikokomet Weltallschutt. Das heißt, wir dürfen den Boss jetzt mit einem Leben plätten. Und wir haben vorhin gut ge... sag mal das Wort nochmal. Gut gekämpft, sagen wir es mal so. Aber können wir das auch wiederholen, wenn wir unter Druck stehen mit einem einzigen Leben? Ich weiß nur, beim Almersmal da hatte ich meine Probleme, aber ich habe jetzt auch eine Taktik gegen ihn, die ich verwenden kann. Ich brauche nur eben eine Angriffsmöglichkeit. Ich glaube, jetzt nimmt er schon verfrüht. Ja, er ist jetzt aggressiver als letztens. Ich merke es gerade, er wird aggressiver. Also das erste Leben ist noch einfach, aber das zweite wird dann auf jeden Fall schwieriger. Wenn er so aggressiv kämpft, wird das auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber ich krieg das hin. Ich habe schließlich auch den schwersten Boss in Kingdom Hearts 2 Final Mix ohne Probleme geschafft, auf legale Art und Weise. Ohne Stitch, ohne Feuer!
dann werde ich mit diesem kleinen Wicht auch fertig. Wenn ich den im Schloss Disney und an eine der drei Hauptcharas aus Birth by Sleep angelehnt ist. So, die andere Hand hast du schon mal nicht mehr. Jetzt bist du mal von der rechten Seite oder von deiner linken Seite aus nicht mehr geschützt. Ich kann dir gerne deine andere Hand auch noch nehmen. Ist kein Problem. Bitte schön. Jetzt komm her. Auf dem Riedersehen! Als Anfänger habe ich mich wirklich noch richtig noobiger angestellt als jetzt. Weil jetzt habe ich auch den richtigen Skill. Kingdom Hearts bildet einem auch richtig aus, seinen versteckten Kräfte auch richtig zu nutzen. Dafür habe ich jetzt extra 15 Minuten eingerechnet. Wobei, ich habe ja den Stream eigentlich auch ein bisschen später gestartet, merke ich. Also ich habe jetzt bei meiner Streamzeit 2 Stunden 38, also 22 Minuten. Also wir können noch ein paar Sterne mitnehmen. Es war auf jeden Fall wichtig, dass ich den mitnehme. Die Nervigen weg, dafür haben wir sie dann später nicht mehr. Also können wir jetzt noch ein paar wenige Sterne noch mitnehmen, die noch überbleiben, nämlich im Schlafzimmer. Feindliche Basen entdeckt. Und wir sind unerhört große Energiemängel. Was treiben die da bloß? Wenn ich das nur wüsste. Jetzt haben wir schon 3 Galaxien und eine Bonus. Und die Bonus ist Onikraxel-Galaxie. Dann machen wir die mal. Ja, die haben mir meinen verborgenen Talent vorgezeigt, wenn die ich dich zu gewagt hätte. Also zu träumen gewagt hätte, dass ich die wirklich besitze. Weil ich sie innerlich eigentlich alles könnte. Muss sie nur freisetzen. So, wir dürfen wieder mal als Bean Mario rumspielen. Ach ja, zu Bean Mario gibt es auch einen Glitch. Aber dazu muss ich zuerst die Galaxie freischalten, damit ich den ausführen könnte. Den habe ich mal gesehen. Da kann ich ihn dann, wenn wir mal bei dieser Galaxie sind, mal reproduzieren. Wenn ich doch weiß, wo der genau ist. Beziehungsweise er in welcher Mission. Das ist eher das Problem. Ich glaube, das hat. Ich glaube, ich kann es in etwa identifizieren. Jetzt müssen wir schon ein bisschen fliegen. So, da kann ich noch ein paar holen. Es hat nur so die obere linke Ecke und die kommt meine Wi-Fi-Bedienung nicht mehr an. Weil die einfach nicht anzeigen will. Und ich habe alles mögliche versucht, um das zu beheben, aber es will nicht. Solange es nicht zu gravierend stört, ist es ja egal. Jetzt haben wir es schon schwierig zu tun. Jetzt kommen auch noch Meteoriten runtergeschossen.
Ausgesetzt, er hat irgendwann mal eine Pause. Aber anscheinend nicht. Es wird langsam immer wie schwieriger. Kann man auf jeden Fall auch noch sehr gut Sternteile farmen. Aber jetzt haben wir schon die Stinkerkäfer, die jetzt einem auch noch ins Handwerk pfuschen wollen. Aber die kann man auch sehr gut ausweichen. So, hier das One-Up nochmal gönnen. Dann fliegen wir hier rüber. Und hier hoch. Ich glaube, durch Bünzen kriegt man auch wieder einen Teil der Ausdauer beim Fliegen zurück. Die Taste wollte ich jetzt nicht drücken, aber egal. Ist jetzt auch passiert. Vielleicht werde ich sogar noch reicher als Donald Trump. Aber ich werde definitiv nicht reicher als Bill Gates. Der ist immer noch der reichste Mensch. Glaube ich zumindest. So aktuell informiert bin ich leider doch nicht mehr. So, dann wollen wir jetzt mal die 24-Sterne-Galaxie mal anschauen. Welche ist es? Windgarten-Galaxie. Also wieder mal mit so mit Blumen und so. Wieder mal so richtig friedlich und gechillt. Die Wiesen hüpfen. So wie früher. In der Mission der Himmel, der Wind und der Hase. Bist das ein richtiger Hase? Sieht's aus. Das ist also auf jeden Fall der Heimatplaneten der Hasen, die mir bisher begegnet sind. Also eines kann ich auf jeden Fall versprechen. Super Mario Galaxy 2 wird dann, denke ich, auf jeden Fall auch wieder ein Livestream-Projekt. Wobei ich mich selber auch schon in den Hintern beißen, wenn ich da die 100% machen will. Vor allem der allerletzte Stern. Weil der könnte mich dann wirklich richtig frusten. Und sollte ich es nicht schaffen, dann werde ich das als Let's Play nachholen, die 100%. Also zumindest die Story. Oder so viel wie geht, möchte ich im Livestream gehen und die schwierigen Stellen, die ich halt im Livestream nicht hinkriege, ohne zu viel Zeit zu verschwenden, die werden dann auch so als Let's Play Videos folgen. Als inbegriffen einfach der schwierigste Stern. Denn es gibt der Allerschwierigste. Aber wollen wir jetzt mal mit den Hasen reden da. Wenn du unterwegs abspringen willst, drück einfach A. Was hast du für einen Tipp? Schüttle die Wave in der Binde, um mit der Flammkraft zu fliegen. Das geht genau dreimal. Insgesamt dreimal und dann sind die Blüten alle weg.
hätte vielleicht jetzt beim anderen Planet mal unten nachschauen sollen, ob da vielleicht noch ein geheimer Stern sein könnte. Und ich habe per Zufall gerade den Sternstaubbeutel erwischt, was ich da in dem Sandhaufen versteckt habe. Na gut, wenn es einen Geheimstern gibt, dann wird es dann spätestens sehen, wenn ich den Stern hier eingesammelt habe. Spätestens dann wird man es wissen. Wow, das wächst aber sehr weit. Aber das bringt uns durch hier hoch. Also ist es praktischerweise eine Abkürzung nach oben. Und Piranhas leben ja auch noch. Also die Piranha-Pflanzen. Ich meine jetzt nicht die kleinen Fischen, die kannibalisch im Wasser herumschwimmen. So, und da ist nochmal eine. Ah, damit kommen wir an das One-Up ran. Was hast du? Aber so wie ich das sehe, könnte dort wirklich etwas sein. Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh auf die Unterseite des Sterns. Einfach ein nützlicher Tipp. Wenn man mal irgendwo feststeckt, das könnte auf der Unterseite des Sterns weitergehen. Oder auch etwas versteckt sein. Zum Beispiel dieser Käfer hier. Oder hier eine Münze. So, wollen wir dich mal nicht lange leiden lassen. So, da ist jetzt auch wieder eine Ranke entstanden. Hier auch noch eine. Die mich hier hinbringt. Also die Galaxie ist auf jeden Fall groß. Kommst du raus? Danke. So, und bei dieser kommen wir jetzt wieder weg. Und hier der Riesen-Oschi und Piranha-Pflanze. Also ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwo vielleicht noch ein geheimer Stern sein könnte. Irgendwo. Also hier unten ist nichts mehr. Also sollte wirklich einer sein, dann finden wir es dann spätestens dann heraus, wenn wir den Stern hier haben. Also sollte es einen geben, machen wir den noch, ansonsten wird man dann langsam beenden. Der Hasenjagd wird dann auf jeden Fall irgendwie lange dauern können. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ob ich dich fangen kann? Sicherheit kann ich dich fangen. Dauert halt nur eine Zeit. Und dann haut er in dieses Loch ab. Wahrscheinlich sein Bau. Wo bist du jetzt? Ah, wo hast du dich versteckt, mein Freund? Da ist er nicht. Botzor? Teufel, hast du dich versteckt, mein süßes kleiner Karnickel? Ah, hier.
Also ich glaube, der verfolgt dann einem den Pfad immer weiter. So sieht. Oder auch nicht. Und vor allem der cheatet. Habt ihr gesehen, wie er da durch das Gebüsch gesprungen ist? Ach, das war jetzt knapp. Ich hätte ihn fast gehabt. Ich muss ihn halt per Long Jump erwischen oder er ist einfach so blöd und bleibt einfach stehen. Ich habe verloren, dafür gebe ich dir diesen Stern. Beim nächsten Mal wird es aber anders laufen. Ja, ja. Das sagen sie alle und am Ende verlieren sie dann trotzdem nochmal. So. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch diesen Stern in unserer Tasche. Dann wollen wir mal schauen, ob es jetzt noch einen weiteren gibt. Und ob das jetzt das Ende der Geschichte ist für heute. Schauen wir mal. Ne, also es gab auf jeden Fall kein Geheimstern. Jedenfalls zumindest nicht auf diese Mission. Aber es kann sich ausschließen, dass es auf jeden Fall noch einen gibt. Und die Lumas, die glitzen auch langsam, immer wie mehr Sterne mir zurückerobern. Es hat ja ihre Lebenskraft. Je mehr Sterne sie zurückkriegen, desto kräftiger werden sie und gesünder. Was ist bei dir, Toadie? Ach, Luigi will noch sein Abschlusswort melden. Der hat noch einen Stern gefunden. Ich hab den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das Wort hilft dir, mich zu finden. Okay, er hat sich wieder in die Scheiße geritten. Und er ist in der zweiten Galaxie beim Kampffelsen. Dort hat er sich verkrümelt. Wie er sich da in Gefangenschaft hat begeben können, das weiß kein Mensch. Ach ne, ich laufe ja gerade in die dritte hoch. Die zweite ist beim Badezimmer, ich Genie. Bin ich jetzt wieder mal vollkommen falsch gewickelt. Also wird Luigi's Stern jetzt der letzte sein. Deswegen wollte ich ja nochmal überprüfen, ob es noch einen gibt. Außer es möchte sich irgendwo noch einer einschleichen. Aha, und das Symbol hier ist grün. Dann heißt das also in Kampfwesen-Galaxie, der Stern, der Luigi gefunden hat, ist ein grüner. Das heißt, das wäre schon mal der zweite. Dann fällt da nur noch ein weiter und dann haben wir auch die Challenge Galaxy freigeschaltet. Das könnte heißen, dass wir im nächsten Stream die Challenge Galaxy freischalten könnten und sich vielleicht schon der widmen können. Bis dahin sollten wir auch wieder einige One-Ups gesammelt haben. Wenn nicht, dann werde ich das mal. Also die One-Ups, die würde ich dann einfach. Ja gut, wir können es ja versuchen. Also so. Ich werde ich halt die One-Ups irgendwie farmen müssen vor dem Stream. Ich denke, bis dahin sollte ich auf jeden Fall wieder genug One-Ups haben, damit das klappen sollte. So schwierig sind die One-Ups jetzt auch nicht zu verdienen. Allein in der Sternenluft gibt es schon mindestens zwei, die wir holen können. Einen dritten gibt es auch, aber da ist ein bisschen schwierig ranzukommen. Da müssen wir einfach nur genügend Sternteile sammeln. Also soll, je nachdem, wann wir den nächstes Mal finden, könnte sein, dass wir den schon angehen oder wir warten dann explizit auf den übernächsten Stream, da ich mir dann einfach ein paar One-Ups zusammenfarme. Aber es kommt jetzt halt darauf an, also alleine nächste Woche wegen der Beta, weil die Zeiten ein bisschen unterschiedlich sind. Also ich kann nicht garantieren, dass ich nächste Woche wieder streamen kann, aber ich werde es mal
Planung setzen und sollte es jetzt doch nicht gehen, dann werde ich das auf Discord nochmal Bescheid geben. Also sollte die Fallout 76 Beta mal an einem Dienstag stattfinden, mal zur Uhrzeit, an dem ich eigentlich streamen sollte. Dann würde ich einfach den Stream vielleicht um maximal eine Woche verschieben oder vielleicht um ein, zwei Tage nach hinten verlegen oder vorverlegen. Das werde ich dann spontan entscheiden, je nachdem, wie es aussieht. Videotechnisch habe ich so viel auf Vorrat, das reicht bis Ende Jahres, also da kann ich jetzt auch flexibler agieren mit Streams. Also da kann ich, wenn es Verschiebungen drohen sollten, schnell und präzise planen. Das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Aber erstmal abwarten, weil für die Woche ist sowieso bekannt, da ist sie am Dienstag von 0 bis 4 Uhr, am Donnerstag von 19 bis 0 Uhr. Dann ist sie, glaube ich, noch am Samstag und am Sonntag. Aber die Uhrzeiten weiß ich nicht mehr so genau und ich weiß nur, glaube ich, dass sie ab... Wobei, ab Samstag, da weiß ich es wieder, da startet sie ab 22 Uhr. Die geht dann bis 2 Uhr morgens. Und die letzte am Sonntag für die Woche, die geht, glaube ich, von 19 Uhr an bis irgendwann, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, wo ist Luigi? Wir brauchen auf jeden Fall den Kugelwilli. Ach, da unten ist er. Ich helfe dir gleich, Luigi. Keine Panik. Ich brauche erstmal einen ferngelenkten Kugelwilli. Erstmal muss ich mal... Hallo? Das wäre ein Kugelwilli, der hat wohl kein Zielwasser getrunken oder sein Zielsystem ist kaputt. Ich wollte hier mal den Weg freiräumen. Ich den Kugelwilli präziser lenken kann. Scheiße, weil es hat das Problem nicht dort durchzulenken. Ich bin wieder aus Versehen auf die B-Taste gekommen. So, jetzt nochmal. Ja, jetzt habe ich ihn. Und da ist er. Oh, ich bin beinahe erstickt hier drin. Also, Bruder, jetzt werdet ihr euch früher kommen können. Ah ja, du bist ein Powerstern? Riecht er außerdem noch aus, dass ich ihn gefunden habe. So, mit dem der zweite Grünstern. Gefunden durch Luigi. Könnte sein, dass der dritte auch mit ihm zu tun hat, weil der erste haben ja ohne ihn gefunden. Luigi unter der Diskusscheibe. 46 Sterne. So, dann schauen wir jetzt mal nach, ob sonst noch irgendwas aufgetaucht sein sollte. Ansonsten machen wir jetzt auch wirklich Schluss für heute. Also hat Luigi seinen Abschluss gehabt heute. Aber er hat auf jeden Fall noch einen weiteren Stern für uns. Wenn wir das nächste Mal ihn auf der Overworld sehen, also beziehungsweise der Toad mit dem Brief. Ich weiß halt nicht, ab wann er freigeschaltet ist. Das ist das Problem. Wir müssen halt ab und zu immer nachschauen, ob der Totem einen Brief für uns hat. Kann ich eigentlich mit dir reden, um die Dingens besser anzusehen? Ja, sieht schon mal besser aus. Mhm. Thank you.
Dann haben wir bisher alle. Also gibt es keine weitere. So, Marek macht jetzt mal einen seinen verdienten Feierabend. Wenn ihn überhaupt verdient hätte. Ja, du hast ihn jetzt verdient. Ich gebe jetzt mal Gnade vor Recht, Mario. Du hast ihn jetzt einmal verdient. Aber lass dir das eine Lehre sein. Ich kann jederzeit zu Bowser überlaufen, wenn ich will. Weil der Vertrag bei ihm kann ich jederzeit einlösen. Ich kann ihn gerne in einem Jahr einlösen. Erst in 5 Jahren, auch erst in 10 Jahren. Ist egal wann, der Vertrag gilt ewig. Also benimm dich einfach, Mario, und mach keinen Dreck. Sonst hast du dann noch mehr Probleme bei Peach zu retten. Wenn ich dann mal die Pläne für Bowsers Festungen übernehme. So, und mit diesem Satz beende ich jetzt den Part an der Stelle. Und der nächste Stream, also sollte er stattfinden. Ja, ja, Luigi meckert halt gerne immer rum. Aber werde ich dann im Nachfolgespiel, wird er dann ein bisschen mehr Arbeit kriegen. Da werde ich ihn dazu zwingen. Vor allem gegen Ende, da wird er auf jeden Fall für einige Sterne nützlich sein. Also, der nächste Stream, also sollte er wie geplant stattfinden, wäre das am 6. November 2018. Sollte da aber etwas dazwischen kommen, dann werde ich das früh genug in Discord posten und wenn möglich nach einem Ausweichtermin suchen, und sollte keiner gehen, würde mir dann um eine Woche verschieben. Das wäre dann am 13. November. Am 14. kommt dann das Spiel auch offiziell raus. Das heißt, es könnte da auch wieder eng werden. Aber ansonsten, ich werde versuchen, am 6. zu streamen. Sollte es nicht gehen wegen der Beta, dann werde ich einen anderen Termin suchen. Also ich werde versuchen, dann in der Woche zu streamen, wenn es geht. Aber ansonsten, dann wünsche ich noch allen, die noch da sind, vor allem am Kamo. Zehnminütige Mahnung? Würde ich gerne mal wissen, was der mal gesagt hat, unser kleiner Rüdiger. Aber ich vermisse ihn auch ein bisschen. Ja gut, es bleibt ja noch. Ich glaube, durch ihn habe ich erst Keanu richtig kennengelernt. Wenn meine Erinnerungen nicht trügen. Aber ich weiß, ich bewerte alle ersten Let's Plays, den ich gesehen habe. Aber ich glaube, also Rüdiger habe ich jedenfalls vor Keanu kennengelernt. Na egal, macht mir auf jeden Fall für heute Schluss. Dann wünsche ich dir, Kamo, noch einen schönen Abend. Ich ruhe mich jetzt noch ein bisschen aus und hole mich dann für den anstehenden 4-Stunden-Abend in Fallout 76 Beta. Ach ja, und zu der Beta, da wird dann auch mal übrigens ein Video kommen, aber noch nicht sofort. Ich hätte geplant, das eigentlich heute schon aufnehmen zu können, aber das erst ab 0 Uhr startet, da habe ich jetzt mal dagegen entschieden. Ich werde aber schauen, dass ich dann bei der zweiten Beta, die dann am Donnerstag stattfindet, dass ich dann eine Aufnahmesession machen könnte, um euch zumindest schon mal die Beta zu zeigen und um da auch mein Feedback darüber zu geben. So, dann sehen wir uns dann sonst am... Okay, gut. Ah, und vielen Dank. Könnte auch sein, dass mich wirklich Rüdiger auch dazu inspiriert hat. Na egal, also, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten. Ciao!